versuchte Brandl noch den Kelle reinzuhalten. Merlin auf Brandl. Schusstor! Powerplay und diesmal haben sie es richtig gemacht. Scheibe hinters Tor, Schlenzer steil vor den Kasten und Direktabnahme. Und der zappelt im Netz. 1:0 Führung für die Gastgeber aus Ravensburg. Powerplay-Tor Nummer 1, das erste überhaupt in dieser Partie. Ravensburg kommt selbstbewusst aus der Kabine. Roloff. Und nächster Schuss, Tor. Matthias hat zunächst den Puck. Will ihn mit der Fangern festhalten. Der prallt aber vorne ab und der Nachschuss. Da lässt sich der Ravensburger nicht zweimal bieten. Und da trifft er. Und es war Austin Smith, glaube ich, der da den Nachschuss verwandelt. Zum 2:0. Die Führung, das hat sich abgezeichnet in den letzten paar. Austin Smith. Ravensburg mit dem dritten Tor. Das ist Brian Roloff. Und wie hat er denn das gemacht? Scheibentechnisches Glanzstück vom Ravensburgs Goldhelm und er bezwingt dadurch Christoph Smatis. Insgesamt er zum dritten Mal geschlagen. Ravensburg, wir schauen mal die Zeitlupe, lässt Brian Roloff da mehrere Freiburger Spieler stehen und die im Moment nicht mehr allzu viel Gegenwehr leisten. Spielbestimmend sind da eher die Ravensburger. Oh, der war drin von Austin Smith. Und den setzt er sowas von genau unter die Latte vom Kasten von Marco Wölfel. Und da hat er eigentlich nur noch reagiert. Und da schaut er gar nicht nach hinten. Der Keeper des EHC Freiburg. 4:0 Führung. Sehen wir die Zeitlupe noch einmal, wie es da. Ravensburg spielt die Scheibe nochmal raus. Freiburg nochmal den Scheibenbesitz. Aber natürlich haben die Wölfe jetzt dieses Spiel abgehakt. Das jetzt beendet ist. Und Christian Rohde krönt diesen Sonntagabend mit einem Shutout. Freut mich persönlich.